Wichtigste. Oh ja. Das filmst du wieder, ne? Das ist klar. Weil Profi ist es ein 10 Minuten Arbeit. Ja. Man, nächstes Mal mache ich selber dann. Ja. Also, und jetzt Kopf hoch. Zack, da steht er! Wieder Eintritt. Wie kommst du denn überhaupt, dass du den Schubi so gut kennst? Das ist ganz kurios entstanden. Ich war mit meiner Freundin im Restaurant essen und zufällig auch Schubi gekommen mit ein paar Jungs und sowas. Und dann irgendwie sind wir da uns vorgestellt worden gegenseitig und war eigentlich vom ersten Moment an ein bisschen Sympathie da und hat sich dann einfach entwickelt, komm mal du zum Spiel, ja okay, komm mal du zu uns zum Spiel und so. Und dann hat man sich da natürlich dann erstmal nach dem Spiel halt einfach richtig irgendwie ausgetauscht und dadurch hat man dann eigentlich auch gleich relativ schnell gemerkt, dass wir einfach auf einer Wellenlänge liegen und uns eigentlich auch richtig gut verstehen und das ist eigentlich bis jetzt auch nicht abgerissen. Wo war denn der Unterschied zwischen dem, was du sonst im Tor veranstalten musst und dem, was auf dem Eis passieren sollte? Ja, das ist schon was ganz was anderes, ne? Also man muss sich auch erstmal ein bisschen so zurechtfinden mit den Klamotten, die man hier anhat und mit der Fanghand und dem Schläger in der Hand, das ist schon ein bisschen was anderes und natürlich darf man eigentlich so seine fußballspeziellen Bewegungen eigentlich gar nicht so mit reinbringen, weil das eigentlich komplett fehl am Platz ist, aber ja, so nach so ein paar Minuten dann auf dem Eis hat es eigentlich auch richtig Spaß gemacht und es wurde dann auch immer besser und ich habe ihm schon gesagt, dass es da auf alle Fälle ein Revival gibt und wir da auf alle Fälle nochmal auf dem Eis sein werden und das nochmal ein bisschen ausführlicher da wahrscheinlich gestalten werden. Er hat erst von der blauen Linie ein paar halbe Schlagschüsse, sag ich mal, gemacht. Ich kam schon aber auch mit richtig schönen KMH drauf und dann habe ich gesagt, soll er nochmal zweimal fünf Schüsse machen. Einmal von, weiß nicht wie viel Meter das hin, wissen die Eishockeyspieler übrigens selber nicht, wie weit die blaue Linie vom Tor weg ist. Weiß nicht was, das waren 12 Meter oder irgend sowas und dann hat er nochmal aus so 6, 7 Meter ein paar Handgelenkschüsse gemacht. Das darf man nicht hören, er macht keine 3, sag ich. Hat er dann auch nicht gemacht, wie man gesehen hat hoffentlich und von dem her, ja, war das dann auch schon ein kleiner Erfolg wieder. Hat richtig viel Spaß gemacht, also ich hatte ein bisschen Respekt vorm Eis. Respekt vor Schubis Schüssen natürlich nicht, aber Respekt vorm Eis hatte ich schon und im Nachhinein, es ging alles gut, es war wirklich eine interessante Erfahrung, es war wirklich auch lustig und es war anstrengend auch noch, neben mir war es wirklich ein tolles Erlebnis. Ein paar Mal hat er schon so seine guten alten Kick-Saves gemacht, also es war früher aus dem Eishockey die gleichen Saves von den 60er Jahren, hat der Johnny heute nochmal rausgeholt, 2012, also er hat sich die ganzen alten Videos schon nochmal angeschaut, aber die Reflexe waren da, muss man ehrlich sagen.